damit herzlich willkommen zu Game Nummer 2 in der Gruppenphase zwischen dem Team von Ape und FFP. Wir haben bei Ape folgende Schiffsaufstellung. Wir haben eine Vermont, ein Ohio, Nevsky, Petro, Doppel-Napoli, Gearing, Daring und Gdansk. Auf der anderen Seite bei FFP haben wir Wisconsin, Kremlin, DM, Nevsky, Petro, Napoli, Gearing, Daring und eine Masso. So, schauen wir mal, wie sie das Ganze hier geplant haben. Okay. Was macht die Masso da? Ich versuche den Early Cap mit Speed. Den kriegt sie niemals durch. Never ever. Ja. Also ich denke mal, die M wird sich hier positionieren. Oder also hier möglich. Oder versucht, hat einen Early Spot versucht. Also Captain tut hier nichts. Vielleicht ist er als Feuersupport für die Daring da. Das wäre die einzige... einzige Move, den ich verstehen würde soweit. Oh, ja, da kommt die Petro, schiebt sich jetzt an die Insel. Ja, also kann man natürlich auch spielen. Ich habe vorher halt DM gesagt, aber hier, das ist auch jederzeit möglich. Damit hast du jetzt ein Radar. Die Masso ist jetzt spotted. Das ist natürlich jetzt von der Kombi nicht so optimal, dass die Masso da spotted wird. Jetzt sollten vielleicht mal die Shots kommen auf die Daring. Also den Move habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Weil, also wenn ich dann Feuer Support spiele, muss die Daring weiter vorne sein und die Masso weiter hinten. Weil er bewirkt halt nichts. Er ist für respottet, jetzt hat er ein bisschen HP verloren, nicht viel. Jetzt kommt das Radar auf die Daring und die kriegt gleich mal Doppel-Torpedo-Werfer-Knock. Ich glaube nicht, dass der Smoke der da wirklich schützt gegen das Radar. Da hilft nur eins, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Ja, also bisschen ärgerlich. Oh, die DM kriegt vielleicht einen gewatscht. Ja. Ja, Gdansk für einen Early-Cap-Versuch ist auch gespottet durch das Petro-Radar. Ja, wilde Moves gerade jetzt im Early-Game. Also, das ist interessante Sachen waren da jetzt dabei. Hier ist der Smoke-Train. Ja, sag da jetzt nichts mehr dazu. Also, da stimmt der Abstand nicht. Der Smoke ist, bringt gar nichts. Der ist überhaupt nicht gut. Da muss man viel näher zusammen sein. Jetzt hat die Gearing, ohne dass, weil das ist halt das Schöne, normalerweise ziehst du einen Counterradar und setzt den Gegner DD auch mit unter Druck. Ja, bei sowas. Aber die Gearing tradet immer HP und die Petro kann nichts, kann ihn nicht supporten. Und jetzt kommt der Smoke, ja, ist es wenigstens eine Leggy Gearing. Ja, wenigstens das. Also bin ich gar nicht zufrieden. Schaue ich jetzt auch, glaube ich, erst die erste Mal nicht mehr hin. Ja, weil das haben wir jetzt vorher schon angemerkt. Gut, also Petro steht an der klassischen Petro-Insel. Hier hätte ich auch was vermutet. Ich hätte diese Petro hier vermutet. Aber gut, jetzt steht sie hier. Ist jetzt auch nicht gerade verkehrt. Ja, die DM-Position ist auch relativ solide. Musst halt aufpassen. Genau wegen sowas, weil die Vermont wartet halt auf sowas. Musst du halt safe stehen. Ne? Hat jetzt Glück, dass die Dispersion jetzt nicht sagt, hallo mein Freund. Und man muss auch sagen, das ist halt jetzt ja auch ein Free Cap für das Smoke Train. Ja, da passiert jetzt nicht wirklich was. Und jetzt reinzufahren ohne... Ah, ja, jetzt ist er spotted. Jetzt hat er es nicht in Smoke geschafft. Belastend. Ja, der Smoke ist halt auch jetzt schon gelaufen. Ja, der ist schon... knapp eine Minute gelaufen. Das heißt, er hat überhaupt keine Möglichkeit mehr, wirklich was zu machen. Jetzt ist halt die Frage, ob er da nochmal Damage reinbekommt. Ja. Ja. Die spielen hier einen passiven Smoke Train. Die Seite ist eigentlich verloren. Also, du wirst dieses A-Cap nie kriegen. Und jetzt kannst du nur hoffen, dass du es über die C-Seite holst. Ja, das wird wichtig sein. Die Gdansk spielt es hier auch ein bisschen komisch. Von Ape, die lässt sie traded massivst schlecht. Also massivst schlecht, vor allem gegen eine Masso. Das muss man, die muss man da ein bisschen passiver spielen. Jetzt haben wir hier Napoli 1 gegen 1. Ich würde sagen, dass diese Napoli ein technisches Problem hat, weil er geschossen hat und jetzt spotted ist. Aber da kriegt die andere Napoli hier wahrscheinlich Crossshots von der Kremlin. Vielleicht wird es auch echt ein Trade.
Ah, wichtig ist, er darf jetzt da nicht schießen. Wenn er jetzt hier schießt, die Napoli hat auch einen Smoke. Ja, wird interessant hier, wie die zwei das hier lösen. Ich vermute mal, dass das hier so ein bisschen auf dem RAM vielleicht hinaus, auf die Torps, sehen gar nicht so schlecht aus. Die sind aber sehr, sehr langsam. Aber ich denke, dass da vielleicht einer connected mit ein bisschen Glück. Nein. Ja, aber die Napoli ist jetzt zu. Steht jetzt auch nur aus in, ist auch maximal gefährlich. Hat halt diese Kremlin-Shots, glaube ich, hat er nicht kommen sehen. Aber es sieht aktuell für FFP auf der C-Seite wirklich gut aus, ne? Sie können hier gut durchpushen. Ja, sie müssen das halt jetzt nur halten. Und ja, wichtig ist halt jetzt. Jetzt habe ich so viel getan, jetzt muss ich auch mal loben. Gut hier, dass jetzt hier nicht nach innen gefahren wird, sondern nach außen. Das Game in Länge zieht. Aber wo ist die Gearing? Die Gearing hat den Smoke ready und ist viel zu weit vom Cruiser weg. Wenn der stirbt, dann ist hier Polen offen. Dann ist hier vorbei. Also, das ist ganz, ganz wichtig. Dann, die müssen schauen, dass sie in den nächsten Games mal miteinander quatschen und sagen, hey, du bist der DD ist für den Cruiser verantwortlich, ne? Nicht umgekehrt. Ja, also, der DD muss beim Cruiser bleiben und ihn supporten, komme was wolle. Und wenn der Smoke ready ist, dann muss der DD wieder dran sein. Ist ganz wichtig. Man hat quasi die Zeit zwischen dem Smoke, um ein bisschen Free Game zu haben, aber dann muss man wieder dran sein. So, Massot schiebt jetzt hoch. Die Massot kann eigentlich da jetzt erstmal nicht wirklich helfen. Jetzt wird es wichtig sein, einen guten Trade zu haben. Nose in Napoli ist eher bescheiden, würde ich mal sagen. Vor allem, weil er jetzt halt auch Torps bekommt. Wahrscheinlich kriegt er genau die Lücke. Ne, kriegt er nicht. Kriegt den Torpedo. Jetzt kriegt das Flooding. Da würde ich jetzt auch mit HE dann schießen, weil der hat wahrscheinlich ein Flooding bekommen. Und versuchen ihn jetzt anzuzünden. Er ist halt, man sieht halt, die Napoli hat einen massiven Vorteil, weil er am Kite ist, kann halt torpen. Der Smoke rettet ihn jetzt für kurze Zeit, aber die Torps, glaube ich, wenn er die nicht gedodged bekommt, dann ist er da raus. Ja, kriegt er gedodged, okay. Also normalerweise wird diese Napoli relativ safe gewinnen müssen eigentlich. Auch wenn jetzt hier nochmal der Smoke kommt und die Secondaries. Aber er muss ihn jetzt hier einfach nur weghalten. Und natürlich auf die Torps aufpassen auf der anderen Seite. Die M hat auch schon ordentlich gelitten. Ich glaube, da hat die Vermont ein paar Mal zugelangt. Ja, und jetzt muss man wieder rein engagen. Aber der DD muss auf seinen Cruiser warten. Ja, du nutzt jetzt wartest jetzt eigentlich, bis der Smoke von denen down ist. Dann ziehst du deinen Smoke und dann farmst du sie weg. Jetzt wird halt aktuell hier die Daring ein bisschen unter Druck gesetzt. Ja, jetzt kommt nochmal ein Radar. Da ist die Gearing voll drin. Halt, wie oft er sich in dem Smoke, in diesem Radar catchen lässt auch. Ne? Also ich muss ja sehen, dass der ist halt wahrscheinlich jetzt tot. Ne? Das ist, also das funktioniert gar nicht. Auf der anderen Seite kriegt die Napoli den Trade. Hätte mich jetzt auch echt überrascht, wenn er den, er hat das bessere Positioning, wenn er den nicht gekriegt hätte, jetzt kriegt der andere nochmal einen Heal raus. Aber wenn er ihn jetzt mal endlich mehr mit HE beschießt, nicht mit AP, dann kriegt er vielleicht auch mal ein paar Brände. Aber hier sieht es auch aktuell gar nicht so gut aus, ne? Wir haben jetzt ein bisschen verpasst, den Push auch vielleicht mal abzubrechen. Wir sind jetzt relativ deep und werden halt jetzt vom ganzen Gegnerteam gefarmt. Mach mich nicht unglücklich. Warum verliert er denn hier gerade den Trade so krass? Er schießt immer noch nur AP. Warum nur AP? HE. Und jetzt hat er zu weit aufgedreht. Also. Puh. Das hätte nicht sein müssen. Also, ich war mir sicher, dass man den Trade. Positioning war auf jeden Fall in seinem Favor. Da gibt es keine Ausreden. Masu versucht jetzt noch ein bisschen hier zu farmen, aber das ist halt eine volle Ohio, die jetzt reinfährt. Ja, man steht halt jetzt Open Water gegen das komplette Team, was halt jetzt farmt, ne? Ist im Crossfire von zwei BBs. Die Kremlin kann jetzt auch nicht mehr viel machen. Der wird halt permanent von der Gdansk gefarmt. Ja, man hat sich jetzt in eine schwierige Lage reingebracht, weil die Seite ist halt komplett offen. Und die Seite hast du verloren. Das heißt, du bist jetzt in der Mitte gefangen, in einem Crossfire von allen möglichen Seiten. Das ist eigentlich, kannst du da jetzt nichts mehr rausziehen. Ich habe gedacht, der Push funktioniert so gut. Funktioniert gut, aber
Ja, wenn man halt hier ist, sollte man halt irgendwann auch aufhören zu pushen. Weil man halt in komplett in den Gegner-Spawn reinpusht. Vor allem, wenn ich das B-Cap ja habe. Dann kann ich vielleicht meine Kremlin hier reinschicken, hier hinstellen und schauen, was ich hier so machen kann. Aber ja. Ja, die Nevsky gewinnt halt den Trade auch nicht. Never ever. Napoli Nevsky. Vor allem, wenn du halt wenn du halt keinen Smoke hast. Keine Chance. 0, gar nicht. Ah, das muss man sagen, haben sie den Elbs ein bisschen geschenkt. Ne? Also am Anfang sah es noch okay aus, aber dann wurde es halt ein bisschen zu greedy auch. Aber man sollte vielleicht auch jetzt noch sagen, dass natürlich Elb, ich denke mal, relativ gute Spieler sind in Summe. Und das hat man halt auch beim Smoke Train gesehen und beim Positioning teilweise. Ja. Aber da wird jetzt nicht mehr allzu viel geholt. Da geht jetzt auch die Gearing raus. Ja, klar, was kann Gearing denn machen gegen den Nevsky? Alleine nichts. Und ich denke, dass hier auch jetzt noch die Maso stirbt. Aber der unterschätzt es ein bisschen, wie krass der Secondary DPM ist. Okay, die geben auf. Er schießt ins Wasser. Schießt ins Wasser, dann ist damit erledigt. Wobei ich mir vielleicht den Kill trotzdem noch geholt hätte, weil 900 HP. Nochmal ein bisschen was auf die Wisconsin. Aber ich finde cool, dass wir mal eine Wisconsin auch gesehen haben. Finde ich ein interessanter Pick. Ich habe jetzt nicht wirklich gesehen, ob sie sich irgendwie auszeichnen konnte. Aber ja. Damit hat sich Ape Game Nummer 2 geholt. Ziemlich dominant. Hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ich habe gedacht, das wird ein bisschen knapper. Aber dass die das so souverän runterspielen, hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen.